So, wenn man langsam, langsam macht, ist es wichtig, dass man langsam viel Spannung aufbaut durch viel Drehung. Und das Timing muss stimmen. Und wenn das Timing stimmt, hat man enorm viel Geschwindigkeit. Hallo, ich hoffe, es geht dir sehr gut. Seit 2 Wochen jetzt habe ich keine Videos hochgeladen. Es tut mir leid. Ich habe einfach jetzt sehr viel zu tun hier im Golfclub Lüttelsburg. Macht mir aber total Spaß, wieder richtig zu trainieren. Und ich möchte heute über ein Thema reden, über Rhythmus. Rhythmus war das Thema beim Mannschaftstraining diese Woche. Und was wir gemacht haben, jeder Teilnehmer hat herausgefunden, was der beste Rhythmus für ihn oder für sie ist. Nur ich möchte das auch dir zeigen und ich möchte, dass du mitmachst und dass du entscheidest, welcher Rhythmus zu dir am besten passt. Ich werde 4 Rhythmusarten zeigen, auch vormachen und du solltest es auch bitte ausprobieren. Die erste Rhythmusart ist schnell, schnell. Das sieht man viel, auch bei guten Spielen, bei den Pros, dass Rückschwung und Abschwung gleich schnell sind und schnell sind. Das ist gar kein schlechter Rhythmus, weil es gleichmäßig ist. Es ist meine Erfahrung, dass ihr Leute mit viel Kraft und auch Schnellkraft das gut können, die vielleicht nicht so flexibel sind. Und ja, das ist nicht das, was ich verwende, aber ich glaube, dass ich das vormachen kann. Okay, so Rhythmus Nummer 1, zügig, zügig, schnell, schnell. Es ist einfach gar nicht möglich, zu weit auszuholen, wenn man diesen Rhythmus verwendet. So, noch einmal. Schnell, schnell. Übrigens, ich benutze ein Eisen 4, das Loch 4, auch das Loch 4, Eisen 4 und die Bahn ist ziemlich eng, so ich muss auch gerade schlagen. Dann, zweite Rhythmusart, mein Landsmann, du kennst ihn bestimmt, Ernie Els, ist dafür bekannt, dass er langsam, langsam macht. Zumindest sieht es so aus. Seine Rotation ist sehr ruhig und aber viel in beide Richtungen. So, wenn man langsam, langsam macht, ist es wichtig, dass man langsam viel Spannung aufbaut durch viel Drehung und das Timing muss stimmen. Und wenn das Timing stimmt, hat man enorm viel Geschwindigkeit. Ich versuche diesen Rhythmus einzusetzen und oft schlage ich am weitesten, wenn ich langsam, langsam denke. Ich versuche, Ball ziemlich weit vorne im Stand. Ein höherer Ballflug und lang. Von dieser Perspektive, Ball vorne, langsam mit viel Drehung. Das ist wichtig, wenn du dich für diesen Rhythmus entscheidest oder wenn du es tust, wollen wir unsere Wirbelsäule beim Ausholen und Abschwingen beibehalten. So und so wollen wir nicht und wir wollen auch nicht von der Perspektive uns aufrichten. So, noch einmal. Langsam, langsam. Okay, jetzt. Viele der Schüler haben folgenden Rhythmus gemocht. Und das war langsam auszuholen und dann zu beschleunigen durch den Ball. Da muss ich aber, bevor ich das vormache, etwas sagen. Wenn du diesen Rhythmus verwendest und zügig durch den Ball möchtest, bitte achte darauf, dass du den Abschwung
langsam startest. Und dann kannst du durch den Ball explodieren, durch Hüftrotation, lockere Hände. Aber wir wollen auf gar keinen Fall das tun, dass der Schläger nach da geschmissen wird. Der Abschwung muss passen, das Senken der Arme muss passen. Wir wollen ein bisschen Unterkörper haben beim Starten und dann können wir gerne Gas geben. Okay, so mit dem Gedanke in meinem Kopf werde ich das versuchen, langsam, schnell. Und hier auch kann ich mich voll aufdrehen. Ich habe genügend Zeit, das zu tun. So, ich versuche unten schnell zu sein, nachdem ich den Schwung auf der richtigen Ebene gestartet habe. So, langsam. Und dann explodieren. Aber wir müssen den Schwung richtig starten. Voll aufdrehen, langsam. Und dann freilassen. Der nächste Rhythmus, man glaubt es, dass nicht viele Leute das tun, aber ich denke, das ist ein Rhythmus, den man ausprobieren sollte, weil es so einfach ist, den Rhythmus zu finden. Du musst es nicht machen, aber so sieht's aus. Zügig ausholen und ruhiger runter. Zügig und dann ruhig runter. Ich mache es einmal vor und dann sage ich, warum ich das gut finde, dass du das probierst. So, schnell und dann langsam. Oh, nicht schlecht. Das ist gut, weil so oft sehe ich, der Golfer weiß, dass er zu oder sie zu schnell ist und dann holt er ziemlich ruhig aus und dann powert er beim Abschwingen. Dieser Golfer möchte langsamer schwingen, deswegen holt dieser Golfer langsamer aus, aber der Abschwung ist einfach viel zu doll und der Anfang des Abschwungs ist zu doll und dann kommt dieser Golfer von außen. So, wenn ich diese Schüler habe, die den Fehler machen, diesen Rhythmusfehler machen, sage ich, hol mal bitte schneller aus und schwing dann ruhiger runter. Dann passt es viel besser. Automatisch schwingen sie dann gleichmäßig. Ja, wenn ich ein Problem habe, zu schnell zu schwingen, hilft es nicht, langsam auszuholen und dann richtig Gas zu geben. Du musst dann vielleicht das Gefühl haben, richtig zügig auszuholen, aber dann ruhig runter zu schwingen. Kann dir sagen, beide Bälle waren schnurgerade und die hatten Länge, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich richtig immer ein bisschen gebremst habe. Aber ich war auf der Ebene, ich war in der Powerzone und habe den Schwung dann gut getimed. Das sind die vier Rhythmusarten. Es macht Spaß, sie auszuprobieren. Macht es mit einem Freund zusammen, damit der andere oder die andere wirklich sehen kann, dass du das richtig machst. Du brauchst dieses Feedback. Und das ist wirklich für die Runde eine geniale Sache. So schön wieder ein Video zu drehen. Ich freue mich auf deine Kommentare und ja, vielleicht kannst du mich bald besuchen hier in Lüttelsburg oder vielleicht auf einer Reise könnten wir uns sehen. Tschüss.